Willkommen zu meinem zweiten Let's Play Outlast. Wir sind ja bis zu der Tür gekommen mit dem Chip. Und jetzt hatten wir die Tastatur aktiviert. Und da müsste eigentlich jetzt gleich wieder kommen, habe ich gerade gesehen. Deswegen bin ich auch hier im Menü drin. Und dann ja, machen wir von hier an weiter. Ich glaube, ich müsste auch in den Schrank hier rein. Aber aus seiner Zeit jetzt. Linke Maustaste, okay, rein. Kamera kann ich ausmachen. Mal hier ranlassen eigentlich. Ja, Sache hier kommt rein. You're here, weren't you? Nein, ich bin nicht hier. Dass ich da nicht reingekommen bin. Sehr gut. Ja, kannst mal weggehen. Dankeschön. Hallo? Mal wieder raus? Ja, ich höre nicht mehr, okay. Jetzt wollen wir jetzt wieder rausgehen. Und Batterien oder so? Nö, nix. Nix da. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ist auch nichts. Das ist eine Tür? Ja. Zu. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, hätte ich nicht so schnell aufmachen sollen. Gucken, was hier drin ist. Ein Telefon. Was irgendwie. Warum sind eigentlich die ganzen Telefone hier irgendwo liegen, die an der Seite? Naja, wollten so viel telefonieren oder was? Ja, telefoniert heute nicht mehr. Keine Batterien hier. Boah, Batterie rein. Batterie. Keine. Okay. Mal hier wieder raus. Jetzt hier rein. Nein. Ach, jetzt ist hier da unten der Weg frei, glaube ich. Gucken wir mal danach. Ich glaube, der war nämlich Let's Play zu hier der untere Gang. Tatsächlich. Das ist gut. Ja, vorsichtig. Keiner. Ich mach die Türen lieber irgendwie zu, irgendwie ist mir das sicherer. Schmeiß die auch nicht mal so zu. Jetzt hängen wir uns hier mal durch. So. Hallo? Ist hier wer? Ah, neuer. Da. Ultra-Programm, CIA-Dokument, Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorgegangenen Nacht, Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen, hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hätte vorher keine Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht. Alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen, hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus. Feuerte auf die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einem tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht,
die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorgegangenen Vorfall verhemmt ab. Okay, ja. Was ich auch ganz geil finde, ist diese Musik immer. Sonst würde das echte Spiel total langweilig rüberkommen, glaube ich. Jedenfalls die Schockmomente. Also ich fände das so eher geil. Was da so ist. Ist nix. Mal weiter. Ist auch nichts. Hier ist wieder Licht. So, rüberspringen, alles klar. Ich höre irgendwen. Geben wir mal einfach weiter. Okay, dunkler Raum verlassen. Das da. Glaube, das lasse ich erstmal. Das ist mir zu krass. Ich gucke erstmal weiter. Noch irgendwo reinkommen. Guck mal hier drin. Die Pumpe zu starten. Eine Batterie. Perfekt. Mal neu reinmachen eben. Dann drücken wir jetzt mal auf die Pumpe und dann unter das Bett verstecken, glaube ich. Machen wir jetzt auch. Irgendwer. Ja. Jetzt kommt wer? Mit dem Basie. Tut mir aber nicht weh. Er findet mich ja eh nicht, glaube ich. Hoffe ich, bitte. Steht da vor mir. Ja, ich bin weg. Kann ich wieder vom Bett raus? Kann ich wieder runterher? Pumpe ist an. Ich mal hier durch. Fuck. Bett, schnell unter das Bett. Hab ich mich gesehen, glaube ich. Fuck. Fuck. Wie komme ich denn jetzt? Also ich glaube, da rein kann ich nicht. Kommt immer, der steht glaube ich immer wieder an der gleichen Stelle. Alter, habe ich mich verjagt. Wo kommt der da, ey? Schon wieder mal Batterien rein.
Das läuft ja da hinten rum. Geht glaube ich wieder da rein, tatsächlich. Okay, dann gehen wir mal hier irgendwie weiter. Drücken wir jetzt mal auf die anderen Pumpen. Gucken, was dann passiert. Wo sind die beiden Gaspumpen? Achso, auf der anderen Seite. Ich glaube, die Tür war das hier. Tatsächlich. Mal die Tür hier aufmachen. Kommt gerade. Kannst du bitte wieder gehen? Fuck, er sieht mich gleich. Fuck, er hat mich. Wohin, wohin? Wohin, wohin? Fuck, Mann, fuck. Scheiße. Da rein, schnell. Das Bett. Vielleicht sieht er mich ja nicht. Vielleicht ist er zu blöd. Ich glaube, so blöd ist er nicht, oder? Oh, Alter, ey. Wie komme ich denn jetzt dahin zur Pumpe, in der er überall rumläuft? Da muss ich die Pumpe betätigen und dann wieder hier rein, glaube ich. Weil anders wüsste ich nicht, wie ich verstecken soll, aber der läuft ja überall herum. Schon wieder eine neue Batterie, ich habe gleich keine Batterien mehr. Drei Stück habe ich noch. Es wird eng. Da ist er wieder. Geht wieder hinten hin, okay. Dann mache ich jetzt die Pumpe auf, an. Anmachen. Der kommt schon wieder. Angst. Wo ist denn die nächste Pumpe? Steht, glaube ich, gerade vor mir. Wo geht's denn jetzt weiter? Müsste wahrscheinlich in den Raum gegenüber, wenn da glaube ich einer war. Mal da raus. Guck mal, ob er jetzt wieder weg ist. Scheiße, ey. Mann. Wie komme ich denn jetzt... Der verfolgt mich doch die ganze Zeit. Wie komme ich denn jetzt in den Raum, wo er es nicht sieht?
Müsste ich hinterherlaufen oder so? Vielleicht. Da ist er nämlich schon wieder. Ich muss Batterien sparen auf jeden Fall. Ist die Puppe auch wieder deaktiviert? Aber das glaube ich nicht. Die arbeitet nämlich. Ich jetzt mal hier dran. Schalten die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter. Fuck. Ich renne jetzt einfach hier rein. Ich habe mich irgendwo versteckt. Da ist ein Bett. Ja. Ja, gut. Ich glaube, er sieht mich. Der so blöd ist er nicht. Oh, mein Gott. Ich bin auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Jetzt weiß ich, warum man die Türen zumachen kann. Alles klar. Da liegen gerade Gedärme rum oder so. Tatsächlich. Okay, ist er jetzt weg? Ich glaube, der ist weg. Ich kann weitergehen. Da ist eine Batterie. Brauche ich. Da sehe ich nichts. Das ist ein Raum. Da mal reingucken. Da vielleicht eine Pumpe aktivieren müssen. Ah, da. Dann machen wir den mal an. Zurück. Die Faktür auf. Bitte geh nicht rein. Bitte geh hier nicht rein. Glück gehabt, ey. Alter, ey, das mit dem Verstecken ist echt... Boah. Spannend, ehrlich. Ich dachte, er hat mich echt jetzt schon gesehen. Ey, ich hab immer nur... Was? Drei Batterien, okay. Scheiße. Jetzt hier weitergehen. Dann wieder aufstehen. Nein, da rein. Ist zu. Wieder da. Hier steht jetzt vor mir. Okay, er geht weg. Ich muss da hinten irgendwie her. Jetzt die Pumpe tatsächlich perfekt.
Scheiße, ey. Bitte geh weg. Jetzt sieht. Oh. Scheiße, der hat mir hergerannt, glaube ich. Verdammte Kacke, ey. Also echt Nerven. Da brauchst echt Nerven, dieses Spiel. Das ist echt krass. So, ich habe den Generator angemacht. Was muss ich jetzt machen? Also jetzt kann ich da hinten durch. Eben rausgehen, so. Ist der bis jetzt hingegangen? Ach, jetzt habe ich hier Licht oder was? Hier, genau. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie rausgehen. Nee, ist verschlossen. Ah, eine Batterie. Nicht weiter, glaube ich. Ach, da liegt noch ein Mäppchen. Das lehnen wir uns mal durch. Murkoff Operation. Abteilung für Staaten. Betrifft der Zugriff auf Psychiatrie, Zentrum und Massive. Einseitige Erklärungen wurden von dem Direktorenausschuss seit dem Murkoff Heartland Security geliefert. Der Grund zur folgenden Annahme hat katastrophaler Sicherheitseinbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch einseitige Erklärung und Zeugenaussage erbrachtes Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MAS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berichtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MAS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinem Repräsentanten volle Autorität gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebendigen lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen Murkoff Corporation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MAS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürft, umgedachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay, das hilft mir zwar nicht weiter, aber ich will nicht nochmal darunter. Dann kann man nicht irgendwie also zu hier die ganzen Türen. Aber was habe ich denn jetzt damit in Gang gesetzt? So irgendwie vielleicht da nicht, ne? Fahrstuhl? Ja, ich glaube, da ist gerade eine runtergefallen. Okay. Das hat mir jetzt auch nicht weiter viel geholfen. Okay, jetzt nochmal zurück. Ob ich da irgendwie trotzdem noch was machen kann, irgendwie. Komme ich nicht durch. Da läuft irgendwo der Pisser rum. Immer noch. Irgendwo. Jetzt gleich eben gegen. Oder auch nicht. Da hatte ich eine Batterie. Sehr gut. Okay, weiter.
hier noch was drin? Hier ist noch nichts mehr. Mal weiter. Was hier ist. Ist zu. Muss auch die andere Seite nehmen. Batterie wechseln. Hier was machen, auch nicht. Da kamen wir jetzt glaube ich her. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt herkamen. Ob wir jetzt hierher kamen. Ach, da waren wir glaube ich auch schon. Ja. Hier ist irgendwas umgefallen. Irgendwie voll der Irrgarten hier. Wir kommen aber nicht durch. Irgendwie oben her. Lüftungsschacht vielleicht wieder. Nee, auch nicht. Hängt wer? Kommen aber auch nicht her. Überlegen. Konnte man sich verstecken? Hier geht's nicht weiter. Ach da, die Tür ist da aufgegangen, alles klar. Ach Mensch. Oder, nee, Quatsch, das war doch, eine Schalter, genau. Aber irgendeine Tür war doch zu, kann das sein? Irgendeine Tür drin? Was bewegt denn das Teil hier? Ein Breaker, Gaspump, Gaspump 2. Electric Room. Vielleicht muss ich da auch rein. Wie? Ich wüsste, wo der genau ist. Electric Room ist da. Wenn ich da irgendwie drin bin und dann noch was aktivieren muss. Da habe ich ja schon den Hebel umgelegt. Ach, eine Batterie. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Ah. Ist auch irgendwie nichts, was man brauchen könnte hier. Hier war nur eine Batterie drin. Da muss doch irgendwie die Tür aufgehen. Naja, okay. So, dann mache ich hier erstmal eine Pause, weil ich habe einfach keine Zeit mehr im Moment. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Teil 3 von Outlast. Und bedanke mich fürs Zugucken. Und ja, heute war ich nicht so mit vielen Kommentaren zugange, aber es ist, ich weiß auch nicht, ist heute nicht so mein Tag gewesen. Ja, dann freue ich mich, dass ihr so bis hierhin zugeguckt habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.